So Leute, willkommen zurück zu Grim Dawn. Ich hatte eine kurze Aufnahmepause gemacht. Das heißt, mal kurz rein und wieder raus und wieder rein. Die Gegner müssten hier wieder respawn sein. Da sind sie auch schon. Wir bleiben aber in dieser kleinen Festung. Homestead. Und erkunden mal etwas, was es hier so gibt. Wen haben wir denn hier? Isaiah Redan. So, mal gucken, was der will. So treffen wir uns also wieder. Wir treffen uns wieder. Ich bin froh, dass du in der Wildnis überlebt hast. Ich danke dir, dass ich dir in den Akovian Foothills meine Version der Geschichte erzählen durfte. Die meisten Leute würden sich nicht die Mühe machen, klare Verhältnisse zu schaffen. Ich glaube, das war so eine Entscheidungsgeschichte. Und es ist ein Händler. Es ist ein Händler. Da werden wir gleich ein bisschen was los hier, ne? Das Zeug, das können wir loswerden. Diese Hose. Das hier brauchen wir sowieso nicht. Was ist denn das Zeichen des Todesschreis? Ah, das behalten wir mal noch. Und mehr hatten wir jetzt nicht. Ja, diese Pistole, die können wir noch mit behalten. Kaiserliche Proklamation, die gucken wir uns das nächste Mal mit an. Okay, also haben wir einen Händler. Wir haben einen Händler. Das hier, wer ist das? Douglas Sullivan? Oh, achso, okay. Ich wollte schon gerade sagen, wir antworten ja, ich komme aus Devil's Crossing. So, jedenfalls möchte er wissen, was uns hierher führt. Ich wollte mal fragen, ob wir Nahrung tauschen können. Was? Oh, und wieder einen Ruf erhalten. So, jetzt erzählt er uns, ich verstehe deine Zwangslage wirklich, aber leider sind wir momentan nicht in der Lage zu helfen. Ehrlich gesagt, wir könnten selber Hilfe gebrauchen, da die Schwarze Legion wild entschlossen ist, jeden Ätherischen und Chthonia zu vernichten, den sie sehen, haben sie Probleme der Leute vergessen. Haben sie die Probleme? Genau. Okay, also die Schwarze Legion kann nicht helfen. Wir fragen, wo liegt das Problem? Nachdem Grim Dawn mussten viele unserer Nachbarn ihr Zuhause aufgeben und hierher fliehen. Zusammen bauten wir Homestead zu einem Zufluchtsort auf, jedoch wurden zählige andere Bauernhöfe verloren. Ne? So, wir sollen hier wahrscheinlich die Bauernhöfe so ein bisschen befreien, so wie das aussieht. Was wir auch machen werden. Ups. Das wollten wir jetzt natürlich nicht. Immer noch. Wir schießen hier auf dieses Teil auf. Auf diesen Trainer. So, hier haben wir auch nochmal zwei Händler. Gibt es hier oben noch irgendwas? Nein. Schaut mal, hier steht Inquisitor Creed. Mit denen können wir zwar schon sprechen. Ah, doch, okay. Wir können ihn fragen, wie er aus dem Labor von Aufseher Creek entkommen ist. So, und er erzählt uns, als Inquisitor hatte ich Zugriff auf viele okkulte Artefakte und Relikte. Wir sind ja auch ein Inquisitor. Nur so nebenbei. So, lassen wir es erst einmal an der Stelle. Das bringt uns noch nicht weiter. Wir können hier aber weitere Tagebücher dieses Inquisitors sammeln. So, und noch ein achtes Tagebuch mit dazu. Und dann haben wir hier noch den Speerbericht der Schwarzen Legion. So, wen haben wir hier? Captain Soma. Mit denen werden wir noch einiges zu tun haben. Gleich zumindest. Und wen haben wir hier? Waffenmeister Borrow. Mit dem wahrscheinlich auch. So, hier haben wir unsere Schmugglerin. Einen Schmied haben wir hier auch und einen Quartiermeister. So, raus kommen wir hier an dieser Stelle noch nicht. Das wäre eigentlich der Hauptweg. Wir müssen hier vorher noch was anderes erledigen und ich glaube, wir können hier nur eine Aufgabe machen, nämlich die Bauernhöfe befreien. So wie das aussieht, ja. Hier könnten wir noch mit einigen Leuten sprechen. Draußen wird etwas gefightet. Okay. So, das dürfte es gewesen sein, was diese Festung anbelangt, sprich die zweite Festung oder Zufluchtsort der Menschheit neben Devil's Crossing. So,
Wir lesen mal das Zeug hier durch. Haben damit etwas Wissen erlangt und uns fehlt nicht mehr viel zu Stufe 38. Und wir müssen, jetzt muss ich mal gucken, hier raus, ne? So, könnt ihr die Tore öffnen? Tut mir leid, wir haben strikten Befehl, wenn Ulgrim sich meldet. Ah, ich verstehe. Leute, wir kommen hier erst weiter, wenn Ulgrim auch nach Homestead kommt. Und um das zu machen, müssen wir zuerst nochmal zurück. Stimmt. Jetzt muss ich ja nochmal schauen, wo war denn der? Der war in der Totenschlucht, ne? Ich glaube, da müssen wir zurück. So, dann kämpfen wir uns nochmal zu ihm hier durch. Ach, wir müssen ja gar nicht viel kämpfen. Wir sind ja schon da. So, und berichten ihn jetzt, dass wir... ja, das gesichert haben. So, wir hätten jetzt wahrscheinlich mit dieser Gestalt hier noch reden können, aber vielleicht können wir das noch. Denn diese Aufgabe haben wir ja auch noch nicht mit abgegeben. Steht hier das irgendwo? Nein. So, okay, dann springen wir wieder zurück nach Homestead. Und jetzt können wir noch einiges erledigen. So, und ich glaube, dieser Ulgrim steht jetzt auch hier oben. Jawohl, hier steht er. So. Aha, okay. So, mit ihm haben wir ja schon gesprochen. So, erste Klinge des Kaisers. Ich habe noch einige Fragen. Ach, ist egal. Okay, da können wir erstmal hier wieder mit rausmachen. Das könnt ihr ja dann selbst erleben. Jetzt können wir mit diesem Captain Soma sprechen. So, jetzt muss ich mal genau nochmal nachgucken. So, wozu braucht ihr mich? Mich? So, jetzt sagt er, die Legion ist an zwei Fronten aufgeteilt. Im Norden haben wir Chitons Kult. Gemeine Bastarde, die uns für ihre Rituale in Blutlachen verwandeln wollen. Meine besten Männer sind gerade da draußen zur Beobachtung. Die Kultisten sammeln sich in großer Zahl und ich möchte gern wissen, warum. So, wen haben wir hier? Waffenmeister Borrow. Da sollen wir irgendwelche Kanonen zurückbringen, das ist eine Nebenaufgabe. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir nochmal... So, jetzt ist das Tor hier auch offen, so wie ihr seht. Ach, hier. Hier. Hier sitzt er. Den wir berichten, dass wir diese Schwester gefunden haben, aber die leider draufgegangen ist. So. Und dann sind wir Stufe 38. So, dann werden wir diesen langweiligen Part nochmal weiterführen. Und wie viele Punkte fehlen uns denn noch? 6. So, jetzt fehlen uns nur noch 3. Und damit wir dann auch noch einen Punkt mit reinstecken können, müssen wir noch 2 Stufen aufsteigen, also Stufe 40. Und dann können wir die Fähigkeiten ausbauen. So, letztendlich betreten wir aber erst einmal den Bereich. Jetzt muss ich mal gucken, welcher Bereich ist denn? Immer noch Homestead. Also das ist hier immer noch ein abgesicherter Bereich. Die Felder, die noch bewirtschaftet werden können. Haben wir alles aktiviert? Ja, wir haben alles aktiviert, was möglich ist. So. Okay, das Feld wird noch bewirtschaftet. Dann betreten wir mal das nächste Feld. Thornsbury. Was war das? Bauernhof. So, hier haben wir die irgendwelche Insekten. So, wir sollten uns ja darum kümmern. Und wir haben gerade gesehen, wir müssen... Na, hier liegt gerade einer noch. 10 dieser komischen Eier hier zerstören. Die 3 haben wir. So. Wen haben wir denn hier zu liegen? Wen was? So, dann haben wir hier einen verlassenen Bauernhof. Da haben wir Dahlias Tagebuch. Kann man das lesen? Ist aber relativ viel hier zum Lesen. Zumindest bringt es Erfahrungspunkte. Okay. Mehr gibt es hier nicht.
Ach, hier drüben gibt es auch noch ein bisschen was zu tun, glaube ich. Jawohl. So, diese komischen Ameisen spielen auch noch mal eine Rolle. Gleich, zumindest. Elmsworth, Bauernhof. So, jetzt sind wir wieder in Nähe Homestead. Das war ja die Barrikade hier, die wir gesehen haben, als wir hier von Süden her Homestead, ne, Homestead, gelangt sind. So, ich glaube, das ging hier auch noch mit diesem Fass geschafft. Da kommen noch welche aus der Erde gekrochen. So, hier ist der nächste Bauernhof. Haben wir da noch was? Eigentlich nur ein bisschen Zeug. Mehr auch nicht. So, gehen wir mal wieder raus. Ob wir hier hinter noch irgendwas sehen? Nein, da liegt nur einer. Aber hier weiterkommen tun wir auch nicht. Ist auch, ja, ob das hier noch irgendwas Verborgenes ist? Schauen wir mal. Wir biegen hier mal ab auf das Feld. 8 von 10. 9 von 10. So, hier kommen wir nicht weiter. Eigentlich hier, ne? Das hier. Aber hier kommen wir nicht durch. Können wir das zerschießen? Nee, können wir auch nicht zerschießen. Also, das sieht nur so aus wie ein... Oder kommen wir hier durch? Da bin ich doch wirklich neugierig. Da sieht es so aus, als ob es hier einen geheimen Weg gibt. Aber hier können wir nichts zerschießen. Oder irre ich mich? Das sieht doch so aus, oder? Na gut. Nützt nichts hier rumzustehen und darauf hoffen. So. Hier haben wir noch einen. Jetzt müssten wir die Aufgabe dann auch erledigt haben. Genau 10 von 10 Ei-Ansammlungen haben wir erledigt. So, wir werden aber erst einmal noch etwas Punkte sammeln. Ich glaube, wenn wir jetzt zurückkehren, wird zumindest dieser Bereich hier wieder bewirtschaftet werden. So, hier waren wir. Wir suchen also hier unten noch mal etwas mit ab. Elmsworth Bauernhof. Hier haben wir noch eine Scheune. Auch da liegt noch ein Eisenstück, mehr nicht. So. Kommen wir hier durch? Ja, wir können hier befallene Bauernhöfe. So, wir können das ja mal, wir können das ja mal machen. Wir springen jetzt mal zurück. So, nutzen wir ein persönliches Rift. Und kehren nach Homestead zurück. So. Der war's hier, ne? So, ich habe die Felder befreit. So, jetzt gibt er uns die nächste Aufgabe. So, hier geht's wahrscheinlich um diese Königin. Ja, genau, ja. Ich werde diese Königin erledigen. So, und das war, glaube ich, alles, ne? Oh, war hier noch was? Ich gehe mal hier hoch. Huch. Ja, hier. Ach, die wollte das Tagebuch. Ich habe euer Tagebuch gefunden. Und dann, ich versichere euch, oder ein euer Geheimnis ist bei mir sicher. Ich glaube, das ist egal, was wir hier antworten. So, dann betreten wir mal wieder das Riftgate und kehren zu unserem persönlichen zurück. Dann haben wir jetzt etwas Zeit.
gespart. So, okay. Huch. So, gehen wir nochmal diesen Weg jetzt zurück. Und folgen mal jenen Weg. So, hier waren wir ja schon, genau. Irgendwo sollte hier auch noch ein Devotion-Schrein sein. Und dann wird es wirklich langsam mal Zeit, dass wir dann auch mal wieder im Devotion-System uns mit dem Devotion-System noch mal beschäftigen. Da haben wir den. So, der ist auch nur zu aktivieren. Oh, was haben wir denn da? Ein Feuerhuhn-Beinwickel. Feuerschaden und Verbrennungsschaden. Eine Hose. Na, die ist natürlich nicht schlecht. Ja, so, die nehmen wir mal auf jeden Fall. Das bringt uns stärketechnisch schon mal etwas weiter. So, das Ding, das scheint hier schon Äther verseucht zu sein. So, haben wir noch eine Kiste hier? Ja. So, die erste Ration können wir noch mit einsammeln. Hier oben war jetzt nichts weiter gewesen. Oder wir können hier nochmal hochwandern. Umsonst. Da hätten sie ruhig was hinmachen können. Kostet uns ja ein bisschen Lebensenergie. Na, hier oben. Schauen wir mal. Ich mache etwas kleiner. Schauen wir doch mal, ob es hier oben noch irgendwas gibt. So, Heiltrank. So. Nee, gab's nicht. So. Nehmen wir ein paar Insekten. Ja, das mit diesen Äckern, das ist von der Fläche her ziemlich groß. Ihr seht schon. Und um diese Königin von diesen Viechern hier zu erledigen, müssen wir den Eingang zu dieser Brutstätte finden. Oder zum Nest. Und das ist auch, soweit wie ich mich erinnere, etwas random. So, was kommt denn daraus gekrabbelt? Okay, mit ein paar Untoten haben wir jetzt zu tun. Waters Notiz. Da kommen noch mehr. So. Mir war so in Erinnerung, ob es hier wesentlich mehr so Abwege oder Geheimwege gab. Aber ich scheine hier gar keinen zu finden. Hier zum Beispiel. Aber das wäre sehr offensichtlich. Da hat sich jemand versteckt, aber nicht überlebt. Ah, das war unser persönliches Riftgate. Aber hier unten. Da, hier. Okay, hier haben wir andere Gestalten. Hier gibt es ein bisschen mehr zu entdecken. Na, komm schon. Faulendes Ackerland. So, es scheint wieder dunkler zu werden. Oh, hier haben sich einige Ilaras Tagebuch.
Walters Notiz. Oh, das ist überschaubar. Ich sehe Rauch aus dem Everbrook-Anwesen aufsteigen. Sie sind fast hier. Was auch immer sie sind. Ich habe Türen und Fenster verschlossen, so gut ich konnte. Jetzt können wir nur noch darauf warten, dass sie zu uns kommen. Meine Frau bestand darauf, dass wir den Bauernhof verlassen und nach Homestead gehen. Aber ich will verdammt sein, wenn ich mich von irgendwelchen grünäugigen Freaks von unserem Land vertreiben lasse. Unsere Familie hat nicht seit Generationen auf diesem Bauernhof geschuftet, nur um ihn beim ersten Anzeichen einer Gefahr zu verlassen. Diese Feiglinge in Homestead können ihr Getreide verfaulen lassen. Wenn all das vorbei ist, werde ich immer noch hier sein und mich um die Ernte kümmern und alle werden die Dummen sein. Tja, das hat wahrscheinlich nicht geholfen. So, und hier, Elaras Tagebuch hat wieder den Albtraum. Ich bin in einer alten Gruft, habe nur eine Kerze, um den Weg auszuleuchten. In der Ecke sehe ich ein paar rot glühende Augen. Sie kommen näher, näher. Dann, kurz bevor ich erkennen kann, was durch die Schatten schleicht, ist die Kreatur verschwunden. Ich versuche zu rennen, aber jeder Weg, den ich gehe, endet in Schutt und Steinen. Es gibt kein Entkommen. Ich drehe mich um und sehe wieder die Augen, die mich anstarren. Ich höre ein Lachen, ein Kinderlachen. Dann brennt alles. Ich versuche zu schreien, aber es kommt nichts heraus. Die Augen starren mich einfach an, während ich mich in den Flammen krümme. Dann wache ich schweißgebadet auf. So geht das schon seit 5 Tagen. Die Albträume werden häufiger und ich bin mir nicht sicher, wie lange ich das noch ertragen kann. Es mag nicht klug sein, aber vielleicht ist es an der Zeit, dass wir von diesem elenden Ort verschwinden. Elara. So, ist die auch zufällig hier? Hier ist Elara, die das Tagebuch geschrieben hat. Wir bekommen hier draußen nicht viel Besucher. Nicht bei den Dermateranern. Oh, so heißen die, ja. So, also die erzählt nicht viel. Und wenn wir hier so weiter wandern, wir machen das einfach mal. Oh, jetzt ist es aber schon ziemlich düster. Ja, da war was. Hab ich gesehen? Ah, nein. Da kommen wir wieder auf diese, auf das Hauptgebiet zurück. Aber wir werden hier mal hoch, diesen Weg hier hoch. Gibt es hier vielleicht noch was? Nein. Ein paar Eisenstücke. So, jetzt kommen wir hier über diese natürliche Brücke rüber. Okay. So, und hier haben wir einen Höhleneingang blockiert. So, wir können den wegsprengen. Und dann betreten wir mal diese Höhle. Eine verborgene Gruft. Und hier haben wir ein Kind. Callista. So, bitte hilf mir. Ich habe solche Angst. Wie wurdest du hier unten eingeschlossen? Oder woher kommst du? Oder ein kleines Kind ganz alleine hier drin? Ja, Callista staut plötzlich mit ernstem Blick. Ich bin kein kleines Mädchen. Ich bin fast so viele Jahre alt. Callista hält eine Hand mit gespreizten Fingern hoch. Mama sagt es so. Wie wurdest du hier eingeschlossen? Wie lange bist du hier? Woher kommst du? Ich finde es seltsam. Ich nehme mal das Letzte hier, weil ich ja schon weiß, wo das ist. Und wir können jetzt eigentlich ein Rift Gate öffnen, um dieses arme Kind nach Hause zu bringen. Oder wir können auch sagen, bin gleich wieder zurück. Wir können aber ihr auch noch mit weiter fragen. Und zwar zum Beispiel, etwas ist hier faul. Ja, so. Und dann eine Flamme flackert in Callistas Augen. Bring mich jetzt fort von diesem Ort oder weg von diesem Ort. Und wir sagen, du bist ein Betrüger, Dämon, und greifen an. Und das, liebe Leute, ist tatsächlich die richtige Antwort. Es ist ein Dämon. Wir verziehen uns mal etwas. Schaut mal, langsam brauchen wir wirklich hier Hilfe. So,
Okay. Und wir haben Ruf bei den Rovern erhalten. So. Das ist Balognard. So, donnerberührte Armschienen. Das könnte was sein. Mal schauen. Naja, okay. Wir sammeln das mal mit ein. Und ich glaube, mehr gibt es hier nicht. So. Ich weiß allerdings auch nicht, was passiert, wenn wir das Kind nach Hause begleiten. Habe ich noch nie probiert. Müsste ich mal machen. So, jedenfalls konnten wir das in Verbindung mit dem Tagebuch bringen. Dass hier diese Elara geschrieben hat. So, hallo Reisner, willkommen. Ein Stonia hat mich fast dazu gebracht, ihn hier freizulassen. Oh nein, du meinst wohl Callista. Das Mädchen ist die Ausgeburt des Teufels, ein Fluch, der auf unserer Familie liegt. Kurz nachdem sie geboren wurde, glühten ihre Augen rot und sie konnte sprechen, aber nicht in einer menschlichen Sprache. Travic brachte es nicht über sich, ihr Leben zu beenden, also ließen wir sie in einen nahen gelegenen Grab zurück und verschlossen den Eingang. Wenn du mit ihr gesprochen hast, dann muss sie sich befreit haben. So, und dann, ich habe ihn für immer verbannt. Ihr seid nun sicher. So, aber mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Okay. Ja, mehr gibt es hier nicht zu erfahren. Das war's. Und ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. So. So, jetzt haben wir hier ein Riftgate. So, ich glaube, wir müssen hier mal um die Kurve rum. Um das zu aktivieren. So. So, dann werden wir hier nochmal ein bisschen weiter forschen. Autsch! So. Lass mal gucken, wo wir sind. Kommen wir hier durch? Nein, kommen wir nicht. So, gehen wir nochmal ein Stückchen zurück. Na, ich würde jetzt diesen Bereich hier nochmal sehen. So, da folgt uns dieses Irrlicht. So. So, ich glaube, hier können wir auch durchgehen. Das wäre hier auf jeden Fall schaffbar. Wenn wir das müssen. Müssen wir aber nicht. So. Hier hat was geblinkt. So, hier waren wir schon drin. Schauen wir hier oben nochmal nach. Da gibt es nochmal einige Gestalten. So. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Faulende Ecke. Was? Schrott. Na gut, nehmen wir mit. So. Ja, die Ätherischen, die haben hier schon etwas stärker gewütet. So, dann schauen wir uns hier oben nochmal mit um. Ob wir hier... Also, oh, da waren wir schon. Also primär suchen wir natürlich den Eingang zu dieser Insektenhöhle. Denn hier für eine Gestalt? Ja, das war's, ne? So. Hier haben wir noch eine Leiche. Oh, Marthos Evergroups Testament. So.
Dies ist das Testament und die letzte Anordnung des verstorbenen Martors. So, meiner Tochter, der allerliebsten Lizzie, hinterlasse ich den Bauernhof und dessen umliegende Obstplantage. So, irgendwo, meine Knechte haben das Gold irgendwo auf dem Everbrook-Land vergraben. Ihr habt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Kommt mit euren armseligen Leben davon und beginnt mit Knochenarbeit einen Neuanfang. Sowie bla 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 bla, bringt Sprengstoff mit. In den Hügeln oben an der Straße von Thornsbury. So, hier ist irgendwo Gold, also hier ist ein Schatz vergraben. So, hier ist irgendwo ein Schatz vergraben, den wir finden können. So, aber wo ist die Frage? So, da waren wir schon. So, wir können hier mal was ablaufen. Ach, das werden wir schon finden. So, hier nicht. Aber ich glaube, hier in der Nähe nicht. So, dann suchen wir mal den nächsten Acker mit ab. So. Hier liegt etwas. Seht ihr das? Ah, da kommen wir weiter. Auch hier haben sich wieder einige Gestalten versteckt und es hat nicht geholfen. Ektoplasma. Komm, nehme ich mal ein bisschen grüne Gegenstände wieder mit. Machen wir mal. Ja. Oh, hier haben wir auch nichts. Hier wird schon gekämpft ein bisschen. So. Hier noch was? Nein. Oh, Zeichen. Oh, das nehmen wir mal mit hier. Das haben wir übersehen. So, parken wir mal kurz am Riftgate und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Vietnam. Tschüss, Leute.